Das Jahr 2020 fing ganz anders an, als wie wir uns das vorgestellt hatten. Wir hatten viel vor, Reisen und Konzerte, und plötzlich war alles ganz anders. Klaus, sein Bruder Thomas, brachte uns auf die Idee, doch mit einem Wohnwagen uns die Welt anzugucken, und binnen 2 Stunden waren wir stolze Besitzer eines kleinen Quick Junior, dem wir dann uns die Welt anschauen wollten. In unserem kleinen blauen Quick gibt es alles, was man zum Leben braucht. Ein schönes großes Bett, ein Kühlschrank und 2 bequeme Ledersessel. Mit unserem Wohnwagenparadies sind wir 15.000 Kilometer durch ganz Europa gefahren und haben dabei 19 Länder gesehen. Das ist der Außenbereich, wo man sein Geschirr abwaschen kann. Wir stehen gleich dahinter. Hier ist das Kinderbespielungszelt. Und jetzt gehe ich mal in die Duschen rein, damit ihr mal seht, wie hier die Duschen aussehen. Das ist der Hammer. Massivholztüren. Bisschen Werbung. Thank you.
Anfang des Camperlebens fiel zusammen mit dem Ende unserer kleinen Brauerei Enkidu. Diese lebt aber jetzt fort in Form der Braukessel beim Altstädter Mühlenbräu. Innerhalb der nervenzehrenden Jahre der Corona-Pandemie entstand bei uns die Idee einer Auszeit in Andalusien. Und das haben wir jetzt Anfang 2023 in die Tat umgesetzt. Es ist Montagmittag. Der 16. Januar und wir haben das Auto gepackt. Der Stauraum ist optimal ausgenutzt. Wir haben auch eine Gießkanne mitgenommen. Unser Kunstrasen. Und das sind die Sachen, die wir zum Anziehen mitnehmen. Und jetzt starten wir unseren Urlaub mit einer kurzen Etappe nach Krenz. In Krenz bei Heiko und Veronika haben wir unseren Wohnwagen gepackt und eingerichtet, weil das ja auf unserem kleinen Hof in Leipzig nicht ging. Und Heiko hat dann mit Klaus noch eine Fahrstunde gemacht, damit dann auch alles klar geht bei der Abfahrt. Und hier starten wir dann aus Krenz in das große Abenteuer. So sieht es aus, wenn man das AdBlue nachfüllen muss bei vollem Kofferraum. Sind wir jetzt an dem Ort.
Auf unserem Campingplatz gibt es einen schönen Spielplatz für Kinder und auch einen größeren Spielplatz für Erwachsene. Die können dort Fußball, Bowl und Basketball, Volleyball spielen. Und auch Tischtennis ist möglich. Forever trust New York. And nothing else matters. Jeder Stellplatz ist mit einem Citywasseranschluss, einem Abwasseranschluss und einem Stromanschluss ausgerüstet. Das ist unser Astella-Wohnwagen, der wie so ein kleines Tiny House aussieht. Im Eingangsbereich befindet sich eine große Sitzgruppe, sehr gemütlich, und man kann die Couch zu einem Doppelbett umbauen und dann können hier auch Gäste übernachten. Hier ist unsere Bibliothek mit medizinischen, populärwissenschaftlichen Büchern, Belletristik, ja, und auch sonst interessanten Büchern. Und statt einem Fernseher haben wir einen Buddha-Altar eingerichtet. Hier ist die Küche mit einem Gasherd, einer Spüle und einem Backofen und viel Stauraum. Es gibt einen Kühlschrank, der von zwei Seiten zu öffnen ist. Darüber ist ein Gefrierfach für ja, auch Eiswürfel für schöne Cocktails. Und dann haben wir noch eine Mikrowelle zum Aufwärmen von Getränken. Und hier ist der geräumige Kleiderschrank. Hinter dieser Schiebetür verbirgt sich das Bad. Badschrank und einem Schminktisch, den ich zu Hause zum Beispiel nicht besitze. Im Bad gibt es auch eine sehr geräumige Dusche mit Sitzplatz, zum Beispiel für ältere Männer wie Klaus. Das ist unser Schlafzimmer mit großem Bett, zwei Nachttischen und zwei geräumigen Kleiderschränken. Nachdem wir uns den Platz und unseren Wohnwagen angesehen haben, möchte ich jetzt unseren Nachbarn Hartmut vorstellen. Er hat uns in den ersten Tagen nicht nur mit Rad und Adaptern geholfen, sondern ist auch einer der Väter unseres Campinglebens, weil wir in den ersten Wochen ganz viel von seinen Videos auf YouTube gesehen haben. Ja, danke auch. Ich freue mich natürlich, wenn ich anderen helfen kann und mit meinen Videos und andere das anschauen. Das ist der Lohn für meine Arbeit, die ich mit den Videos habe. Dankeschön. Unser anderer Nachbar Sigi ist auch der Grund, weshalb wir nicht traurig sind, dass wir unsere Stereoanlage nicht mitgenommen haben. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side.
on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given.